Ich kann mich einfach mal reinstürzen und gucken, was passiert. Ich kann mich einfach mal reinstürzen und gucken, was passiert. Warum kann ich mich nicht einfach reinstürzen und gucken, was passiert? Gemein. Ich mag den Bobbel da in ihrem Rucksack. Das Zyklopending. Das verleiht dem Ganzen einen gewissen Touch. Sei vorsichtig. Alles gut. Bist du verrückt geworden? Du solltest mal dein Gesicht sehen. Ich hätte ertrinken können. Du ertrinkst schon nicht. Du brauchst mehr Selbstbewusstsein, Kleine. Ja, lach nur, alter Mann. Schon sehe ich. Hier geht's lang. Du bist mies. Du schwimmst schon besser. Aber denk dran, nicht rumfuchteln. Das Wasser mit dem ganzen Arm wegdrücken. Bla, bla, bla. Gut zu wissen, dass du mir zuhörst. Und zack. Sieh dir das an. Siehst du, da drüben, schau. Ja. Ja. Sieht aus wie... Das war so klar, dass das passiert. Und wie ist das? Erfrischend. Ja, ist nicht so schön reingeworfen zu werden, was? Tja, eigentlich müssen wir sowieso hier durchschwimmen. Schon verstanden. Du bist sehr wütend. Ich bin wirklich sehr wütend. Jetzt komm. Oh Mann, ich mag die beiden zusammen. Ich finde das so schade, dass Joel nicht mehr da ist. Darunter durchtauchen. Hol ganz tief Luft. Ja, ich kann das. Wie gesagt, von der Entwicklung der Geschichte her macht es Sinn, aber es ist trotzdem schade. Denn trotz allem, was er getan hat, war Joel einfach ein sympathischer Charakter und man konnte seine Motivation definitiv nachvollziehen. Mein Geschichtslehrer aus der 6. Klasse, der sich entschuldigen will, weil er immer so fies war? Wie bitte? Meine Freundin und ich haben immer gemeckert, wenn er die Fireflies Terroristen nannte. Wir mussten oft nachsitzen. Du darfst dich wirklich nicht immer so leicht ärgern lassen. Ist schwer, wenn jemand so fies ist. Trotzdem. Na gut. Wie gesagt, seine Motivationen waren voll und ganz nachvollziehbar. Ob man jetzt mit dem einverstanden ist, was er da am Ende des letzten Spiels gemacht hat oder nicht, das einfach mal außen vor, aber man konnte zumindest nachvollziehen, man konnte verstehen, warum er es getan hat. Das ist ja immer das Wichtigste in solchen Momenten. Und so kaputt und verdorben, wie diese Welt hier präsentiert wurde, mit den Kannibalen und sonst was alles. Und da kommt dann irgendwann der Punkt, wo man sich wirklich fragt, ob es das eigentlich noch wert ist, irgendwie gerettet zu werden. Ich kann das schon verstehen. Ja, Ellie ist so gefühlt mit der einzige letzte gute Mensch in dieser Welt. Und die soll dann sterben, damit so Arschlöcher wie dieser Kannibalen-Mistkerl weiterleben dürfen. Das ist... Wieder ein Tauchgang. Wo bringst du mich hin? Zumindest etwas, wo gerade so jemand wie Joel halt auch dann drüber nachdenken muss. Das kann ich. Ich verstehe das. Aber dass diese Tat halt Konsequenzen haben würde irgendwann, das war halt auch klar, ne? Ist das ein neues Patronenschuh? Wie viele hast du eigentlich davon? Nicht genug. Gib mir einen Tipp? Nein. Tipp?
Hey, hör auf! Ist das eine Mushroom Farm? Hier. Okay. Ach Scheiße, genug geraten. Oh, gut. Aber ist es eine riesige Comic-Sammlung? Nein, warte. Ein neues DVD-Set? Ja. Welches denn? Bloß ja. Vielleicht Laserdiscs. Die sollen mega sein. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Hier hat sich in dem Zimmer gerade etwas bewegt, aber ich bin... Also eigentlich bin ich alleine hier im Zimmer. Ich frage mich gerade, was das war. Oder fällt das Haus jetzt auseinander? Ist es jetzt endlich soweit? Längst überfällig. Na gut. Dann gehen wir mal auf diese Lichtung da hinten zu und gucken, welche Überraschung Joel für Ellies Geburtstag vorbereitet hat. Wenn er jetzt gesagt hat, ja, es ist ein Dinosaurier. Scheiße, Joe. Und da wären wir. Oh mein Gott, es ist ein Dinosaurier. Das ist er. Joel! Überraschung. Ach, du Scheiße. Es ist ein gottverdammter Dinosaurier. Okay. Der König der Echsentyrann. Na, du Großer? Nein, 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 nein. Elli, hör jetzt auf, in die falsche Richtung zu blättern. Also... Das ist ein Dinosaurier. So, können wir jetzt den Text lesen? Ach, das ist der Text. Das ist, viel mehr steht da gar nicht. Wyoming. Dr. Joel und liebe Dr. Ellie, willkommen im Jurassic Park. Es ist ein Dinosaurier, Joel. Hast du den Dinosaurier gesehen? Ich weiß nicht, ob er dir aufgefallen ist, aber er ist ein Dinosaurier. Ich will jetzt den Dinosaurier hochklettern. Was hast du vor? Ellie, sei vorsichtig. Ich klettere auf einen Saurier! Ja, das sehe ich. Aber brich dir nicht den Hals, wenn du runterfällst. Sieh mich an! Ich bin auf einem Riesensaurier! Oh, 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 was tust du da? Nicht springen! Kletter einfach runter! Was passiert, wenn ich jetzt springe? Wahrscheinlich nichts Gutes. Scheiß drauf. Hey, hey, hey. Das war so verlockend. Jetzt natzen wir Joel mal so ein bisschen und warten wirklich bis kurz vor knapp mit unserer Luft. Ja, habe ich. Oh, war das nicht super? Super, dass du dir nichts gebrochen hast. Ach, das war super. Wir sind auf einen Riesensaurier geklettert und dann sind wir runtergesprungen. Wah, platsch! Und habt ihr es gesehen? Okay, was gibt's hier sonst noch? Kann ich das nochmal machen? Nein, das... So, ich glaube auch nicht, dass der Dinosaurier alles war. Naturkunde und Geschichte. Wie hast du diesen Laden entdeckt? Maria. Sie hat mir davon erzählt. Ich dachte mir, dass das was für dich ist. Richtig gedacht. Erleben wir ein paar Abenteuer. Oh,
was ist das? Ein Buch? Ein Dinosaurierbuch. Okay. Schon gut. Das ist jetzt mein Dinosaurierbuch. Hat sie aber nicht in ihre Tasche gesteckt. Wenn ich mir das mal so genau angucke, irgendwie sieht dieses Gesicht gerade auf eine ganz gewisse Art und Weise recht furchterregend aus. Im ersten Teil sah Ellie besser aus, oder? So, Joel wird uns schon zeigen, wo er lang will. Wow, hat er aber Krallen. Das ist ein Velociraptor. Eigentlich ist es ein Deinonychus. Das sind ganz bestimmt Velociraptoren. Ja. Zumindest hießen die so in diesem Film damals. Ja, es ist ja tatsächlich auch eine der Sachen, die an diesem Film damals am meisten kritisiert wurden, dass die Velociraptoren, die da in dem Film aufgetaucht sind, einfach keine Velociraptoren waren, sondern halt eher einem Deinonychus oder sowas entsprochen haben. Aber Raptor klingt natürlich um einiges catchiger. Die haben ja später, in späteren Geschichten haben sie ja dann die Unterschiede zwischen den Dinosauriern im Film und den Dinosauriern, die wirklich existiert haben, haben sie ja dann erklärt durch dieses Splicen mit der Frosch-DNS und dass das bestimmte Genome verändert hat und dass dadurch halt zum Beispiel die Raptoren größer geworden sind und solche Geschichten. Lass mich haben. Oh, dann will ich es halt nicht haben. Was ist das hier? Das ist ein Puzzlespiel. Joel, lass mal ein Ticket holen. Hallo, tut mir leid, die Dinosaurier sind beschäftigt. Was machst du da? Oh, Moment, ein Dinosaurier ist hier. Joel ist für dich. Sehr witzig. Es ist auch witzig. Kapiert? Du bist alt. Oh, schon klar. Okay. Ach ja, ich mochte die Dynamik zwischen den beiden. Ich spüre diese Dynamik zwischen Ellie und Dina, die da sein soll. Die spüre ich tatsächlich immer noch nicht. Ja, Joel und Ellie, das hat nach ein paar Minuten schon funktioniert. Aber Ellie und Dina, ne, ich weiß nicht. Und Abby kann ich halt noch gar nicht einschätzen. Wobei ich schon gehört habe, dass man, das ist als kleiner Spoiler vorweg, man spielt in einigen Passagen wohl auch als Abby später noch. Komm zu Gnathus. Schön. Komm zu Gnathus. Da steht's auch. Ellie und Abby teilen sich quasi den Hauptcharakterplatz hier. Und die kann ich noch gar nicht einschätzen. Ich kann verstehen, warum sie getan hat, was sie getan hat. Gleichzeitig nehme ich es ihr natürlich unglaublich übel, weil Joel einfach ein richtig geiler Charakter war. Ja, müssen wir mal sehen. Die hat ja bis jetzt noch kaum Zeit gehabt, sich zu entfalten. Ich lehne mich da erstmal zurück und warte ab. Und wenn es soweit ist, dann gebe ich ihr erstmal eine Chance und gucke mal, wie sie sich als Charakter dann halt so gibt. Compsognathus. Puh, großer Name für die Zwerge. Ja, die griffen als Schwarm an. Weißt du das auch aus einem Film? Tatsächlich ja. Aus einem anderen. Nämlich dem zweiten Teil. War aber nicht so gut. Ach, ist das schön. Ist das schön. Aber der zweite war wirklich nicht so gut wie der erste. Der erste war tatsächlich mit Abstand der beste. Wobei ich sagen muss, ich fand den dritten Teil fand ich besser, als man ihm gemeinhin zuspricht.
Der vierte war... Ja gut, ich wage zu behaupten, der vierte ist nach dem ersten schon der zweitbeste in der Reihe. Und der fünfte, gut, das war halt was anderes, ne? Da haben sie halt mal was anderes versucht. Ist ja prinzipiell nicht verkehrt. So, was haben wir hier? Step back through time to over 65 million years ago, when dinosaurs and other prehistoric giants roamed the earth. In our Giants Pavilion, heißt es glaube ich im Englischen, ne? You'll find full skeletons on display. See how you'd measure up next to our own Triceratops. Whinny, and don't forget to look up, there are pterodactyls circling. Afterwards, head into our annexes to get hands-on with fossils of footprints, feathers and more. Okay, das da ist Whinny. Whinny der Triceratops. Dann haben wir noch einen Stegosaurus. Der kam in dem Film auch vor, Joel. Auch im zweiten. Wow, das Hirn von dem hier war so groß wie eine Walnuss. Das gibt's ja nicht. Da habt ihr beide ja etwas gemeinsam. Nicht schlecht. Komm, der war mindestens genauso gut wie dein Joeles Alt-Gag. Da musst du zugeben. Triceratops heißt Dreihorngesicht. Mit dem Horn solltest du dich lieber nicht anlegen. Hat ich auch nicht vor. Triceratops. Wenigstens einer, den ich kenne. Komm, als ob du die anderen nicht kanntest. Ja, ich war mir gerade nicht sicher, ob das jetzt ein Brachio ist. Also vor der Schädelformel habe ich ja fast vermutet. Aber ich hätte ehrlich gesagt schon fast gedacht, dass der noch ein bisschen größer ist. Und da oben der Pterodactylus, ne? Brachiosaurus frisst täglich knapp 300 Kilo Pflanzen. Muss der gepupst haben? Da war diese Szene, wo einer der Männer sagte, was für ein Scheißhaufen. Wie heißt der Film und wann können wir ihn ansehen? Ich sag dir was, wenn wir wieder in Jackson sind. Filmabend. So, was haben wir hier hinten noch? Erkenne ich den auch? Das ist das Gallimimus. Ist das hier ein... Ist das die Wyoming Jurassic Park Ausstellung hier, oder was? Nee, Brontosaurus ist was anderes. Hühner-Nachahmer. Wer denkt sich das aus? Wissenschaftler. Tja, die sind echt doof. Ich bleib jetzt hier einfach mal einen Augenblick stehen und warte ab, ob Joel da eventuell noch mal was zu sagt bei mindestens zwei der anderen Fossilien. Hat er auch was gesagt und hier halt auch wieder. Und dann gucken wir uns den Dimetrodon hier hinten mal an. Es gab für den Amiga damals mal so ein Spiel, das war so eine Mischung aus Schach, aus diesem Archon-Schach. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wo man mit so, in Archon hat man mit so Fantasy-Figuren gegeneinander Schach gespielt und wenn die auf das gleiche Feld gekommen sind, dann hat die eine nicht automatisch die andere geschlagen, wie beim Schach so üblich, sondern du hast dann in so einem Kampf sind die dann gegeneinander angetreten. Und je nachdem, auf was für einem Feld du standest und ob das gerade im hellen oder im dunklen Bereich war, hatten bestimmte Figuren bestimmte besondere Fähigkeiten und Vorteile und sonst irgendwas. Und so eine Variation gab es damals für den alten Amiga auch mit Dinosauriern. Dino Wars hieß die. Ja, da gab es den Dimetrodon tatsächlich auch einen als einen der Kämpfer. Und den Deinonychus gab es und den Pterodactylus, Triceratops gab es, Ankylosaurus, den Tyrannosaurus Rex gab es natürlich. Und ich meine, es gab noch einen Brontosaurus, da bin ich mir allerdings nicht ganz sicher, muss ich ganz ehrlich sein. Oder vielleicht war es auch der Brachio, keine Ahnung. So, Dimetrodon. Das Dimetrodon war ein Spitzenprädator. Was ist ein Spitzenprädator? Der allerkrasseste Prädator. Dafür ist er aber klein. Warte, meinst du etwa mich? Nein.
Ein Spitzenprädator. Er hat so ein bisschen was von einem Krokodil, ne?